Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein monatliches aufgebraucht und platt gemacht Video für dich. Ja, das ist einiges, was leer geworden ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal durch diese Tonne durchzugehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zwei Sachen vorab. Zum einen habe ich diese Woche einen Code gehabt. Bis heute. Heute ist der letzte mögliche Tag, wo ihr den anwenden könnt für Dalton. Beauty Claudi gibt dir 20% Rabatt auf das komplette Sortiment, bis auf Streichpreise und Gutscheincodes. Ich habe ein paar Produkte von Dalton auch aufgebraucht, wo ich euch in diesem Video was zu erzählen kann. Ansonsten schaut gerne auf der Homepage vorbei, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, gib Claudis Welt Dalton ein, da werde ich dir super viel zu mega coolen Produkten erzählen. Da hast du jetzt nochmal Last Minute die Möglichkeit, dir ein bisschen was reduziert im Sortiment von Dalton auszusuchen. Und dann habe ich in diesem Video noch eine Verlosung. Und zwar habe ich ja diese Woche eine Kooperation mit Amorelie gehabt. Da habe ich die Love in a Box vorgestellt. Und ja, genau diese wird in diesem Video, also nicht die, die ich euch vorgestellt habe, sondern noch eine komplett original verpackte, die hier auch bei mir im Raum steht, wird an einen von euch verlost. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und der Code müsste tatsächlich auch noch gültig sein. Also, ne? So viel jetzt aber. Date Claudi, 15 Euro Rabatt auf das komplette Sortiment von Amorelie. Und da gelten aber auch die reduzierten Preise. So viel aber zu Codes und zu Rabatten und zu Rampampam-Kooperationen. Ich blende euch das ein, wenn ein Produkt hier irgendwie rabattiert ist irgendwo. Ansonsten würde ich sagen, gönnen wir uns einfach mal den Inhalt von dieser Box. Tonne, was auch immer. Ich brauche halt recht viel auf im Monat immer, ne? Weil ich halt auch gerne was ausprobiere. Hier sind auch ein paar Haushaltsgeschichten mit dabei, zum Beispiel hier von Dr. Beckmann, der Geruchsentferner, den wir immer wieder nachkaufen. Seitdem Nathalie Nordbeauty den mal irgendwann in ihrem Action-Haul gezeigt hat, so ein cooles Teil, was ich halt auch super bei der Hundewäsche verwenden kann, also bei Sammys Decken und so, ne? Weil die ansonsten halt total merkwürdig riechen, wenn ich die halt aus dem Trockner raushole, so käsig irgendwie. Und mit diesem Geruchsentferner, den gebe ich in die Waschmaschine oder in die Wäsche, ne, zu der Waschwäsche. Und richtig gut, auch wenn ich Badmatten wasche oder so, ne? Kann ich nur empfehlen, ist wirklich, wirklich toll. Dann habe ich einige Masken aufgebraucht. Das hier ist jetzt nicht irgendwie sortiert oder so. Die habe ich gestern Abend hier gemacht. Das ist Nourishing von Holika Holika Pure Essence Sheet Mask. Mit Shea Butter ist das. Das ist so eine typische K-Beauty-Maske, die ich richtig, richtig gut fand. Also dünnes Vlies, super viel Serum, Feuchtigkeit, Anschmiegsa. Boah, das war richtig geil. Also das restliche Serum, was da drin ist, konnte ich mir dann auch auf Hals und Dekolleté geben. Habe ich dann nochmal über die Maske drüber gemacht. Und ich habe so ein tolles Hautgefühl danach gehabt. Also richtig schön pflegend. Hat mir wirklich gut gefallen. Sehr empfehlenswert. Die habe ich auch gestern Abend gemacht. Die Balea Chocolate Dream Sockenfußmaske von Melli habe ich die Geschenke gekriegt. Hat halt auch ein bisschen schokoladig gerochen. Die sind leider ein bisschen ausgelaufen hier drin. Das war ein bisschen ärgerlich, sodass ich, als ich die rausgenommen habe, war das sehr nass schon direkt. Ne? Und es war schwer, sie zu öffnen. Da habe ich ein bisschen poolen müssen, aber das habe ich hingekriegt. Habe ich drauf gemacht, drauf gelassen. 15 Minuten, 20 Minuten lässt du die drauf. Habe auch wirklich schöne Füße danach gehabt. Wobei ich da auch sagen muss, wenn du dir jeden Abend, so wie ich, sowieso Fußcreme drauf machst, brauchst du eigentlich nicht unbedingt eine Sockenfußmaske. Aber wenn du jetzt nicht so pflegeaffin bist, ne, und nicht so Bock drauf hast, dir jeden Abend die Gönnung zu geben, dann ist das mal ganz schön, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, schwimmen willst am nächsten Tag und halt schöne Füße haben willst oder so. Ne? So viel dazu. Nicht so viel über Füße reden. Nicht jeder mag Füße. Dann habe ich etwas leer gemacht und zwar von Mamas Baby Dream. Ein Pflegeöl pflegt und beugt Dehnungsstreifen vor. Ich habe in der Schwangerschaft, ich glaube auf Holz, Gott sei Dank, keine Dehnungsstreifen am Bauch bekommen. Ein bisschen jetzt durch die Stillzeit habe ich das an der Brust, aber es ist vollkommen in Ordnung. Das, wo ich das halt auch jetzt gerne verwendet habe, ist halt nicht präventiv, sondern im Nachhinein pflegend an meinen Oberschenkelinnenseiten. Da habe ich nämlich durch mein Wachstum damals Dehnungsstreifen halt bekommen und ich habe das aber auch noch auf meinen Bauch aufgegeben als
der Bauch halt quasi sich zurückgebildet hat. Ne? Denn da wollte ich halt auch ein bisschen mehr Elastizität haben und habe da etwas mehr Pflege gebraucht als jetzt eine generelle Bodylotion. Dann habe ich halt ein Öl genommen und wenn ich ganz wild war, habe ich dann da drüber nochmal eine Bodylotion drüber gemacht, aber halt auch auf die Hupis. Bei den Pflegeölen muss ich auch wirklich sagen, ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt, ob ich jetzt ein teures oder ein günstiges nehme. Ich habe jetzt zum Beispiel auch aktuell eins von Dalton in Anwendung. Ob ich das nehme oder ob ich das nehme, ist Pelle, wirklich. Ne? Hat beides den gleichen Effekt. Das Einzige, was bei mir gar nicht funktioniert hat, war von Bellybutton. Da habe ich nämlich leider Pickel von bekommen. Es ist kalt draußen, deswegen haben wir auch ein paar Kerzen an. Ich sammle diese Kerzenteile auch immer, weil ich habe jemanden, dem ich das geben kann. Die habe ich über eBay Kleinanzeigen kennengelernt und dann sammle ich die immer und holt die das ab. Die löst dann die Kerzenreste, die hier drin sind, noch raus und gießt daraus noch weiter Kerzen und benutzt die Kerzengläser auch, um was auch immer daraus zu machen. Wahrscheinlich, um sie auch mit Kerzenwachs neu zu befüllen. Ich hatte den Ava & May Adventskalender, beziehungsweise alle beide, und hier habe ich die Norway gemacht, Skandinavia. Ich muss gestehen, also so ist die ausgebrannt, ne? Ich muss gestehen, dass ich diese Einzeldüfte von diesem Kleinen gar nicht so intensiv im Raum wahrgenommen habe. Aber ja, es war halt immer ein wohliges Gefühl, wenn ich ins Wohnzimmer gegangen bin. Das riecht an und für sich sehr, sehr angenehm. Diese Skandinavia Norway riecht auch so ein bisschen herber männlich, ne? Also ich mochte das gerne leiden. Dann habe ich hier noch eine Kerze, die fand ich sehr intensiv. Christmas Balsam für Fragrance Candle. Die war in einem Adventskalender. Ich glaube, das müsste der Höffner Adventskalender gewesen sein, ne? Die war auf jeden Fall sehr intensiv. Riecht man jetzt nicht mehr? Nö, jetzt riecht die tatsächlich nach gar nichts mehr. Ist auch ratzfatz abgebrannt. Richtig, richtig toll. Also das war eine ganz tolle Kerze. Wichtig ist bei Kerzen immer, also es ist ja auch zum Beispiel bei der hier, ne? Man sollte immer zusehen, dass die oberste Schicht komplett sich einmal verflüssigt hat und dann erst die Kerze auspusten, wenn man sie dann auspustet. Manchmal ist es so, dass ich dann ins Bett möchte und dann denke so, oh, oder ich habe hier dann nicht allzu lange ein Video gedreht und so, ne? Das merkt man dann aber später tatsächlich auch, weil die Kerze dann an und für sich nicht so schön runterbrennt und dann Rückstände zurückbleiben, ne? Ja, ne? Kerzen halt. Ja, hier habe ich mich tatsächlich triggern lassen, denn ich habe euch auch schon diverse Reels oder Bilder auf Instagram auch gepostet und habe da auch in der Story so erzählt, wie toll ich meine Haare aktuell finde. Nach wie vor, ne? Richtig schön. Jetzt habe ich die im Bommel, weil ich muss sie nachher waschen. Das sieht jetzt nicht mehr so schön aus, wenn ich sie aufmache, weil ich strecke das aktuell in letzter Zeit echt auf 2-3 Tage, dass ich nicht jeden Tag mehr Haare wasche, ne? Auf jeden Fall habe ich dann auch... Also ich habe super viele liebe Nachrichten dann bekommen, auch so, ja, voll geile Haare und so. Aber manche Nachrichten, die waren nicht so nett, um das mal so zu sagen. Oder die haben mir auch ein bisschen Angst gemacht, so nach dem Motto, ja, die werden die alle ausfallen und so. Und da habe ich mir gedacht, oh nein, schon in der Schwangerschaft habe ich mir gedacht, oh nein, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Die sind mir aber nach der Geburt nicht alle ausgefallen. Und ich bin jetzt in der Stillzeit und dann haben alle geschrieben, oder haben einige geschrieben, ja, wenn du dann abstillst, dann werden die alle ausfallen. Habe ich natürlich ein bisschen Schiss vor, denn ich mag meine Haare sehr gern und bin da tatsächlich auch ein Stück weit eitel mit. War ich immer schon und ich mag es einfach nicht, mir das jetzt vorzustellen, dass mir meine Haare alle ausfallen würden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir diese Hair-Termin-Mom-Dinger bestellt und ich hatte die mal auch von Purish zugeschickt bekommen und werde die jetzt auch weiter verwenden, weil wirklich, seitdem ich die auch verwende, ist alles super, ne? Also ich, kopfmäßig ist in meinem Kopf auch alles super, weil ich mir dann halt keine Angst mehr mache, dass ich gegebenenfalls bald meine ganzen Haare verliere. Aber na, da sind 30 Stück drin, man nimmt eine täglich, cruelty-free, bla bla bla, keine Ahnung, ich will keine Werbung für Nahrungsergänzungsmittel machen, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Hier wollte ich halt nur zu sagen, passt auf, was ihr den Leuten schreibt. Manchmal triggert ihr die Leute dann. Das geht mir ja genauso. Wenn ich irgendwas äußere in meinem Video, dann muss ich halt auch überlegen, oh je, könnte ich vielleicht denjenigen oder diejenige, wo gerade zuschaut, triggern damit. Und ich wurde getriggert. Und zwar hart. Ja, tatsächlich. So,
Ich bleibe noch ein bisschen bei Haaren. Ich hatte eine Kooperation letztes Jahr gehabt mit Grow Gorgeous. Da habe ich die Sensitive-Reihe einmal austesten dürfen. Die Kooperation habe ich nicht mehr. Die habe ich bei der Babyzimmer-Room-Tour gehabt. Und ich habe natürlich die Produkte auch verwendet. Und jetzt sind sie aufgebraucht. Also das ist tatsächlich dann seit November, ne? Habe ich die in Anwendung gehabt. Ja, fand ich total klasse. Mochte ich gerne leiden. Das ist dieses Micellen-Shampoo und Replenishing Conditioner. Haben mir wirklich tolle Haare gemacht. Haben mir sehr gut gefallen. Würde ich mir wahrscheinlich sogar nachkaufen. Ich habe jetzt noch einiges im Backup hier. Aber ich denke, dass ich es nachkaufen werde, weil ich diese Sensitive-Reihe sehr gerne mochte. Die haben ja auch unterschiedliche andere Reihen. Da habe ich aber auch tatsächlich noch welche von hier. Vielleicht teste ich mich da erst durch. Muss ich mal gucken. Aber diese Sensitive-Reihe war voll mein Ding. Noch mehr Masken. Hier habe ich das erste Dalton-Masken-Ding. Und zwar, ich sammle die. Ich sammle die hier. Oder? Nein. Egal. Hydrogel-Eye-Patches. Ja, die sind super, die sind biologisch abbaubar, haben eine neue Verpackung bekommen und ich sage immer zu diesen Teilen, damit kannst du halt über Kopf an der Decke staubsaugen, sofern du schweben kannst, aber die machen es auf jeden Fall mit, weil die wirklich gut halten, die rutschen nicht. Die gönnt man sich halt eher so, ne? Das ist nicht so super billiges, sondern es ist ein bisschen hochpreisiger. Aber die haben auch wirklich einen Effekt und auch einen langanhaltenden Effekt und ich mag die einfach gerne und empfehle die euch auch sehr gerne. Dann habe ich hier von Isana eine Maske gemacht, die Tuchmaske Let It Snow mit diesem süßen Hündchen drauf. Witziger Druck, Dicke und Pflege waren okay, aber vor allem war das halt witzig. Ne? Nicht alle Limited Edition Tuchmasken oder generell Tuchmasken von Isana feiere ich. Ich weiß noch ganz am Anfang, da hatte ich immer wieder einen Griff ins Klo gehabt, wenn ich Isana Tuchmasken ausprobiert habe. Da habe ich auch Maskenwochen gemacht. Ne? Übrigens habe ich auch letztens, heute tatsächlich, wenn ich das Video drehe, einen Reel auf Instagram hochgeladen, wo ich meine Maskenwoche quasi euch gezeigt habe in 10 Sekunden. Also schaut da gerne mal vorbei. Und die Crememasken, also nicht die Tuchmasken, sondern die Crememasken. Genau, ja, also bei den Isana Limited Editions kannst du Glück haben oder Pech. Das ist halt immer so eine Sache. Den habe ich jetzt leider auch aussortieren müssen von Lovia mit Crash Cosmetics, den Schwamm. Das ist ja der Body Sponge, der hat halt Risse bekommen. Und sobald Schwämmchen Risse bekommen, sollte man die eigentlich aussortieren, weil die dann halt sehr anfällig für Bakterien und so weiter sind. Ne? Der hat aber auch recht lange gehalten. Und ja, ich habe ja allerhand Schwämmchen generell und die wechseln ja auch immer durch. Ich wasche die immer mit der Hand ein bisschen vor und dann kommen die in Wäschenetz zusammen mit meinen wiederverwendbaren Abschminkpads und dann kommen die auch tatsächlich in die Waschmaschine. Und das halten die auch ganz gut aus soweit, ne? Genau, das packe ich aber auch zur Seite, weil auch dieses Jahr wird wieder auf gebrauchte dekorative Kosmetik gezeigt natürlich. Das muss ich für letztes Jahr auch noch abdrehen, das steht hier auch auf meinem Tisch. Dann habe ich hier passend zu dieser Maskengeschichte von Vital Vita 12 Mango Boosting Pack, nee, von Tony Moly, One Drop for Glowing Skin. Das ist so eine ganz coole Maske gewesen und Leute, die hat mir, fresh habe ich drauf geschrieben, cool, die hat mir ungefähr ein Jahr gehalten. Das muss man sich mal reinziehen. Gut, ich habe die jetzt nicht täglich angewendet, aber ich habe die ungefähr ein Jahr bei mir in meinem Schrank gehabt und exakt 12 Monate ist die auch haltbar. Und ich habe die dann am Ende halt wöchentlich verwendet, ansonsten halt auch vielleicht mal mehrmals wöchentlich am Anfang. Aber am Ende war das halt so, dass ich dann ja auch umgestellt habe und dann wirklich 7 Crememasken bei mir immer stehen habe als Pöttchen und dann ja jeden Tag halt dann entsprechend eine andere Maske nehme, aber dann immer, das hier war meine Mittwochsmaske oder Donnerstagsmaske, weiß ich gerade nicht mehr aus dem Stegreif, habe ich auf jeden Fall verwendet. Fand ich sehr gut, hat ein frisches Gefühl gemacht und war so Gelee-mäßig auf der Haut. Sehr, sehr cool tatsächlich. Nochmal Augenpads von Dalton habe ich aufgebraucht. Ich liebe die Teile tatsächlich. Noch eine Tuchmaske von Isana, auch das eine Limited Edition. Die war auch wieder gut. Gesichtsmaske, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron, Mandelöl und Kirschextrakt für jeden Hauttyp. War dünn, nass und pflegend. Fand ich echt top. Also die fand ich sogar noch ein bisschen besser als die Hündchenmaske. Mein Freund hat hier ein Duschgel mir noch reingeworfen. Salt House tut es mir, Mendezi, Sensitive, bla bla, tut es mir, Salz, fand er gut, ne? Mit Magnesium. Für Körper, Gesicht und Haare lebende Pflege reduziert Juckreiz und Spannungsgefühle. Hatte er mal in der Box drin. Hat er aufgebraucht. Guckt euch das mal an. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Ich hoffe, dass Miss Curly Wax mir tatsächlich jetzt auch einen aktuellen Code geschickt hat, denn ich habe hier von ihr Mrs. Moneypenny als Meld aufgebraucht und Miss Curly Wax, ich kann es nicht aussprechen, ist bei uns ja auch in einer Trashy-Gruppe, also Miss Curly Jen, wir kennen sie ja. Und sie hat sich selbstständig gemacht letztes Jahr und ist auch Mama geworden und hat sogar einen kleinen Laden und die macht das echt so toll mit diesen Duftwachsen.
Sie hat mich auch dazu gebracht, dass ich mir wirklich einen Meltwarmer bestellt habe und dass ich auch immer schön so ein Melt bei uns anhabe und so. Und mir gefällt das. Und sie hat halt wirklich nicht so diese Standarddüfte, dass du, keine Ahnung, ja, gefühlt in jeden Laden gehen könntest und genau diesen Duft kriegst, also so klassisch Vanille oder sowas, sondern sie hat halt Duftkompositionen und das merkst du einfach, dass sie sich jahrelang damit beschäftigt hat. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Ich müsste einen 10% Code haben für euch und ja, ne, dass ihr euch vielleicht einfach mal von ihr inspirieren lässt, weil das ist echt, ja, ihr unterstützt damit ein kleines Business, ihr unterstützt damit eine Freundin von mir und ich würde mich da auch sehr drüber freuen, wenn ihr einfach ein bisschen Liebe da lassen könntet. Sie verschickt das auch immer total liebevoll und total schön. Ich habe noch einen riesengroßen Vorrat an Duftwachsen, weil ich letztes Jahr eine riesige Bestellung bei ihr getätigt habe und sie mir dann auch noch einige Proben mit beigepackt hat und bei uns hält sich das echt lange und wir haben echt unten einen sehr, sehr großen offenen Raum, also wenn ich das entsprechend, ne, nicht alles die Schotten dicht mache, sondern die Räume auch miteinander verbinden lasse, also quasi nicht die Türen alle zumache, sondern sie offen lasse, dann haben wir unten ja über 100 Quadratmeter und dann hast du überall diesen Duft und das ist so angenehm. Weil diese Düfte sind keine Kopfschmerzdüfte, ne? Also schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Dann habe ich eine Haarmaske gemacht, die war im Adventskalender von Valea. The Most Wonderful Time, Nährpflege mit Antistatik-Effekt für wintergestresstes Haar mit winterlichem Blumenduft. Ich fand nicht, dass es ein Blumenduft war, es war für mich Vanille. Und ich glaube, dass das eigentlich die Maske ist, die wir normalerweise auch im Standardsortiment von Valea finden, aber mit einem anderen Duft. Weil die mag ich eigentlich auch total gerne und ich fand sie solide, ne? Ich mochte die gerne leiden, die hat meine Haare jetzt nicht so mega krass, unglaublich, unvergesslich gemacht, aber sie hat sie gut gemacht. Einfach jedes Mal, wenn ich hier sitze, Danny Pelletier ist live. Entweder kriege ich hier die Nachricht, Danny Pelletier ist live oder mein Freund schreibt mir, der kleine Mann hat Hunger. Okay, dann habe ich hier noch eine Kerze, auch von Ava & May, Santa's Sleigh Ride, North Pole, auch das eine schöne Kerze. Auch das eher so, also vom Duft her war das schon sehr vergleichbar mit dem hier, ne? Norway, Skandinavia. Ja, ich mag aber gerne die Ava & May Duftkerzen, ne? Also hier habe ich zum Beispiel diese hier an und die ist halt echt schön in diesem Raum. Die erfüllt den Raum mit einem gewissen Duft, aber es ist nicht so schwer, ne? Genau, ich habe hier noch ein paar Masken, bevor wir zu anderen Sachen kommen. Jo, Schäbens, Milch- und Honig-Tuchmaske. Schäbens hat jetzt Tuchmasken, fand ich auch total cool. Mit Milch, Honig und Macadamianussöl. Tolle, cremige Pflege. Also das war halt nicht so Serum, sondern es war halt eher so cremig. Mochte ich gerne. Und ich finde die Fliese von diesen Schäbens-Masken auch echt schön. Ich habe hier auch ein bisschen Maskenkram mit dem Finger. Von Marion habe ich diese hier bekommen. Om Nom Nom. Die gibt es, glaube ich, im Action, glaube ich, ne? Ja, sehr, sehr fancy, aber hat jetzt nicht so die ultimative Pflege, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Aber das war auch eher so für, wir möchten alle schmunzeln gedacht. Dann habe ich hier von Dalton aufgebraucht das, oder den Triple Hyaluronic Booster feuchtigkeitsspendende Braunalge und das hat einen Plumping-Effekt, kann man täglich verwenden. Das ist nichts, was man sich so als mega feuchtigkeitsspendendes Serum so auf die Haut gibt und dann hast du dieses, feuchtigkeitsgespendete Gefühl, also das musst du definitiv mit einer Creme kombinieren. Ich auf jeden Fall mit meiner sehr trockenen Haut, ne? Und ja, also hier steht 2 bis 3 Tropfen mit der Creme mischen oder du gibst es halt direkt aufs Gesicht. Ich habe mir das halt in die Creme gemischt und da hat mir das sehr, sehr gut gefallen und das hat halt die Creme aufgepeppt. Also auch wenn die Creme, die ich verwendet habe, eine sehr, sehr gute war, das ist irgendwie so eine Honig-Tüdelü-Geschichte, die habe ich auch noch in Anwendung. Aber zusammen mit diesem Triple Hyaluronic Booster habe ich gemerkt, dass meine Haut doch etwas mehr plumpt halt, ja. Ne? Aber schönes Produkt, ich habe Nachschub bekommen, ich freue mich sehr. Dann habe ich eine Handcreme aufgebraucht, das ist hier von Yves Rocher, die Milky Almond, also quasi milchige Mandeln oder Mandelmilch, weiß ich nicht, habe ich von Emilia bekommen, hatte ich an meinem Bett stehen und die mochte ich sehr, sehr gerne leiden, weil der Duft war auch sehr subtil, also sehr zurückhaltend und ich bin ja auch aktuell nicht ganz alleine in meinem Bett, ne? Da ist natürlich auch mein Freund mit am Start, aber Julius schläft natürlich auch bei uns mit im Bett und da wollte ich jetzt auch nicht super krass beduftete Sachen haben und das hier war einfach eine sanfte Geschichte, das mochte ich gerne leiden, das war halt eine, ja, hat gut funktioniert, hat auch schön gepflegt, ist auch toll eingezogen. Da habe ich dann nicht so flutschige Finger gehabt, was auch sehr wichtig ist. Ne? Eine Pinselseife habe ich aufgebraucht, da könnt ihr mir auch super gerne Empfehlungen in die Kommentare schreiben.
Wobei die jetzt doch relativ günstig ist. Die braucht sich aber schnell auf. Ne? So 6-7 Euro ist für eine Kosmetikpinselseife schon recht günstig. Von Da Vinci, die bekommt man bei Amazon. Und ich kaufe mir die gerne immer wieder nach. Ich habe einfach gesagt, Mensch, komm, die kosten nur die Hälfte von den Lovia-Pinselseifen, die ich auch richtig gut finde. Aber die tut's auch, ne? Ja, da muss man halt auch manchmal ein bisschen abwägen, finde ich. Riecht leicht zitrisch. Ja, ist eine schöne Geschichte schon. Dann habe ich hier noch ein Duschprodukt von meinem Freund Isana Men 3-in-1 Duschgel Go Wild. Das hat natürlich einen ganz tollen Duft gehabt. Er hat immer so zwei bei sich stehen. Eins, was so ein bisschen frischer, aquatischer ist. Und eins, was ein bisschen herber oder wie auch immer ist. Ich glaube, das war eher waldig, oder? Ja, das war eher waldig. Kräuterig, keine Ahnung. Hat er auch leer gemacht. Ich bin stolz auf ihn, dass er tatsächlich jetzt auch mal seine leeren Duschgele bei mir reingeschmissen hat hier. Dann habe ich eine Augencreme leer gemacht, die okay war, von Caudalie Premier Cru. Die Eye Cream 5ml ist jetzt eine kleine Größe gewesen, ne? Aber jo, war okay, hat jetzt nicht so super krasse Pflege gemacht, aber hat meinen Augen schon was gegeben. Ne? Jetzt habe ich aktuell eine von Kylie in Anwendung. Die finde ich eher so lala, das ist halt eher so... Naja, ist halt von Kylie Skin, aber ne, aber das werdet ihr dann im nächsten aufgebraucht sehen. Ja, die hier war einfach okay, so. Womit machen wir denn weiter? Ich habe auch eine Kerze. Nein, das ist keine Kerze, das war nur grün. Ich habe einen Toner von Haru Haru Wonder Black Bamboo Mist. Das fand ich auch schön, das hat einen ganz tollen Sprühstoß gehabt und auch richtig schön das Gesicht erfrischt. Und da kann ich mir vorstellen, bei diesem Produkt, dass man sich das richtig toll im Sommer so in den Kühlschrank packen könnte. Oh, ich glaube, das ist richtig genial. Ne? Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber ein schöner Toner, K-Beauty, ne? Mögen wir. Dann habe ich hier eine Feuchtigkeitsmaske aufgebraucht von Shavens bzw. 2. Sofort 48-Stunden-Effekt, milder Trockenheitsfältchen, spendet langanhaltende Feuchtigkeit mit Gurke, Heilwasser, Aloe Vera, Urea. Habe ich von Christine gehabt in der Zuschauerpost. Das ist eine sehr erfrischende Geschichte gewesen. Sowohl wenn ich die aufgetragen habe, als auch wenn ich die abgenommen habe, hat sich mein Gesicht einfach so erfrischt angefühlt, ne? Das mochte ich gerne. Liegt wahrscheinlich an der Gurke und dem Aloe Vera Gedönsen. Dann habe ich hier was von Marion gehabt, und zwar von Star Wars The Mandalorian The Child Coconut Under Eye Masks. Hat nicht nach Kokosnuss gerochen, sah einfach nur süß aus, muss ich wirklich sagen. War ohne große Wirkung. Man bekommt die, glaube ich, bei ASOS. Und ich habe die auch bei Chiquita's Place letztens gesehen. Die hat die auch bei Amazon gezeigt, vor allem bei Instagram gezeigt. Da musste ich etwas schmunzeln. Dann habe ich hier ein Produkt von Yepuda. Da weiß ich gar nicht, in welchem Müll ich die entsorgen soll, weil die ist ja, also die Verpackung ist aus Kartoffelstärke hergestellt worden. Das heißt, eigentlich müsste es ja quasi sogar Biomüll sein, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt ja ganz neu bei Yepuda, dass man dort diese mega coolen Tuchmasken bekommt. Richtig geil. Und wenn ihr, ich weiß nicht, ob ich aktuell einen Code habe oder nicht, wenn ihr das mit einem Code von den Influencern halt bestellt, dann zahlt ihr pro Maske 4,90 Euro, was ich vollkommen in Ordnung finde, weil ihr könnt die locker zweimal verwenden. Da ist super viel Serum drin. Da kannst du die Maske nach dem Anwenden halt nochmal zusammenfalten, reinmachen und am nächsten Tag nochmal verwenden. Richtig cool. Hier habe ich The Recovery Moment. Das ist eine beruhigende Tuchmaske gewesen mit Niacinamiden, Panthenol und Ringelblume. Ne? Fand ich wirklich toll. Also wirklich beruhigend, angenehm, sehr empfehlenswert. Also da konnte man wirklich recovern. Heißt irgendwie nochmal so ein bisschen klarkommen. Kraft tanken, glaube ich, ne? Prost, ich habe hier leider kein Glas stehen, da muss ich aus der Packung trinken. Aber ich habe einen Durst, Leute, ich kann es euch nicht anders sagen. Hier habe ich, Haushalt noch ein bisschen Allzwecktücher feucht von Denk mit, Floral Dream. Ich habe euch ja, oder ja, habe ja angefangen, meine ganzen Lidschattenpaletten zu swatchen. Und dann haben Danny und ich irgendwann realisieren müssen, dass im Januar das nicht so die allerbeste Idee des Universums ist, weil CPM und RPM, das sind so die Kennzahlen für die Bezahlung hier bei YouTube, für uns beide so ziemlich in den Keller gerasselt sind. Und seitdem wir aufgehört haben, Shorts hochzuladen, geht der Kram wieder nach oben. Ab Februar werde ich wieder YouTube Shorts hochladen, weil YouTube das auch einfach will und weil sie monetarisiert werden. Ja, ich habe euch dazu einen Community-Tab geschrieben oder einen Post in den Community-Tab. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das war ganz toll. Genau. Auf jeden Fall benutze ich halt solche Allzwecktücher, um die Swatches dann von meinen Armen runter zu machen. Und ja,
ist irgendwie auch deutlich günstiger, als wenn ich da jetzt Abschminktücher für nehmen würde. Und ich habe hier oben leider noch kein Badezimmer oder kein funktionierendes Badezimmer. Und deswegen mache ich das halt mit solchen Tüchern. Dann habe ich hier einen Lichtschutzfaktor leer gemacht. Ihr solltet tatsächlich Lichtschutzfaktor auch im Winter verwenden, wenn ihr nach draußen geht. Ich habe das manchmal, dass ich einfach ja nicht wirklich das Haus verlasse, solange es noch hell ist, und dementsprechend brauche ich einfach keine, also nicht jeden Tag Lichtschutzfaktor, ne? Wenn ich aber weiß, dass ich dann über Tag draußen bin, dass ich, wenn es hell ist, groß spazieren gehe oder sonst irgendwas mache, dann Lichtschutzfaktor definitiv. Hier habe ich von Miesha den verwendet, Sun SPF 45. Der war ganz toll, der ist auch schön eingezogen, hat nicht geweißelt, den mochte ich gerne leiden, hat nicht gekrümelt, auch super mit Foundation zusammen funktioniert und so, ne? Geiles Teil. Dann habe ich hier etwas leer gemacht, und zwar in der Dusche. Cien Nature. Cien ist entweder Aldi oder Lidl, weiß ich gerade nicht. Mama Care Cremeöldusche mit Bio-Mandelöl für alle Hauttypen. Das habe ich von der lieben Seva Sweet Beauty zugeschickt bekommen. Also vielen, vielen Dank, in der Babypost, genau. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, war ne schöne Pflege. Ja, warum das jetzt unbedingt Mama Care sein muss, wahrscheinlich damit halt der Bauch gepflegt wird, ne? Ja, genau. Das macht Sinn. Dann habe ich hier noch eine Dalton Facecare Hydrolift Biozellulose Express Tuchmaske gemacht. Beziehungsweise ist das Biozellulose und kein generelles Tuch. So ein schönes Produkt habe ich von Corinne bekommen. Also vielen, vielen Dank, du Liebe. Das ist wie ein Saugnapf auf deinem Gesicht. Das ist ganz, ganz toll. Auch die kannst du zwei oder sogar dreimal verwenden. Das ist nicht günstig, ich weiß es, aber es ist halt so ein Spa-Moment für zu Hause. Ja, das finde ich auch immer eine ganz schöne Geschichte, und das ist meine absolute Lieblingsmaske, weil die halt auch wirklich einen Effekt im Gesicht macht, einen anhaltenden Effekt, und da zehre ich dann auch immer mehrere Tage von und finde das sehr, sehr schön, was sie macht. Sie erfrischt, sie strafft, sie macht diesen Plumping-Effekt. Du hast richtig viel Serum hier drin und sie tut einfach gut. Im Sommer packe ich die gerne vorher in den Kühlschrank. Im Winter ist mir das zu kalt, wenn ich die vorher in den Kühlschrank packe. Ja, aber Lieblingsmaske, Leute. Kann ich nicht anders sagen. Die Maske habe ich auch letztens erst gemacht von Puro Bio for Skin Emily. Eine Face-Sheet-Maske für trockene Haut. Also dafür, dass die für trockene Haut sein sollte, hatte die aber ganz schön wenig Serum drin, ne? Also sie beruhigt schon und war auch angenehm, aber es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, fand ich jetzt richtig cool. Also die war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr solche Fliese kennt, das fühlte sich eher an wie ein dreckiger Lappen im Gesicht und weniger wie so eine pflegende Tuchmaske. Das hatte halt nichts von diesen K-Beauty-Geschichten, ne? Und deswegen fand ich die ein bisschen nicht so geil. Das ist jetzt hier K-Beauty, was ich liebe. Da habe ich halt von Yipo dann noch eine Maske gemacht, The Timeless Moment. Das ist eine Slow-Aging-Maske, die halt quasi so ein bisschen den Alterungsprozess verlangsamen soll. Mit Peptiden und ja, Beeren, ne? Also mir hat die gut gefallen. Hat sie Feuchtigkeit, hat sie Liebe, hat sie ein dünnes Vlies. Habe ich hier etwas draufgeschrieben? Hat sie nicht. Okay, kann ich euch wie gesagt empfehlen, ne? Gönnt euch. Dann habe ich eine Haarmaske leer gemacht von Gliss-Kur. Die hat für ungefähr 3 Anwendungen gereicht. Das ist Ultimate Repair Hair Spa. Die hatte ich irgendwo in der Box drin. Komische Partikel, tolle Pflege. Genau, das habe ich nicht verstanden. Da waren irgendwie, als wäre das ein Peeling, waren da Peeling-Partikel drin. Gehört für mich nicht in so ein Produkt rein, ne? Aber sie waren mit drin, hat die Haare trotzdem gut gepflegt. Ja, hat auch gut geduftet, aber ich mag auch gerne für meine Haare Gliss-Kur als Pflege. Jo. Dann habe ich eine Mundspülung leer gemacht, und zwar von Procudent, die Zahn- und Zahnfleisch-Mundspülung. Ja, kann ich immer gut verwenden, ne? Mag ich. Habe ich immer bei mir am Tisch, am Waschtisch stehen, und wird ja alle 2 Monate wird so ein Ding leer. Ich mag halt lieber diese Sensitiv-Variante eigentlich, weil ich brauche das nicht so scharf eigentlich haben. Aber gut, die habe ich jetzt leer gemacht. Die hat mir gut gefallen. Dann habe ich hier noch ein Bodyfee. Ja, Slow Day Relax Lavender Sage Body Lotion. Die hatte ich in der Box drin. Ich fand die richtig gut. Die hatte halt den Pumper. Gut, den letzten Rest, das war ein bisschen schwierig. Dann habe ich über Kopf und geschüttelt und so. Und das ging halt auch. Die ist schnell eingezogen. Hat toll nach Lavendel geduftet und war halt so beruhigend und angenehm. Das ist ein veganes Produkt. 99% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Und ja, ganz, ganz tolles Produkt. Mochte ich wirklich gerne leiden.
In der My Little Box hatten wir die, glaube ich, letztens auch nochmal mit drin. Dann habe ich hier etwas leer gemacht für die Augen. I Want You Naked, das waren so drei Serien. Highly Effective Eye Serum, 3-Day Therapy. Also, 6-mal Gesicht- und Halseffekt gut, aber Creme nötig für Feuchtigkeit. Aber glättet und strahlt. Genau, also du hast hier drei Ampullen drin gehabt mit jeweils 2 Milliliter. Also der Inhalt von dieser Ampulle haben gereicht, nicht nur für unter den Augen, sondern wirklich, dass ich 6-mal, also jeweils 2-mal pro Ampulle, die komplett auf Gesicht und Hals auftragen konnte. Das ging halt wegen der Konsistenz her echt gut. Wie gesagt, der Effekt war schön, war gut, aber ja, es hat mir halt nicht genug Effekt gegeben, weil ich brauche halt unter meinen Augen, weil ich bin 33 Jahre alt, da braucht man vielleicht mal so ein kleines bisschen Pflege mehr, habe ich mir dann halt nochmal so eine feuchtigkeitsspendende Geschichte noch zusätzlich hinzugegeben. Ja. Aber würde ich mir jetzt, wie gesagt, auch nicht nochmal nachkaufen. Nö, die sind auch, glaube ich, recht hochpreisig. Ja. Von Balea habe ich die Body Lotion aus dem Adventskalender The Most Wonderful Time leer gemacht. Mit wundervollem Vanille-Kokosduft. Hat mir gut gefallen, ist gut eingezogen, hat nicht geweißelt. Ne? War eine schöne Sache, kann ich empfehlen. Dann habe ich leer gemacht von Rituals ein Body Peeling, The Ritual of Karma. Und das habe ich von Simone geschenkt gekriegt. Mochte ich sehr, sehr gerne. Und ich mag halt auch gerne Salzpeeling, Ölpeeling. Und ich mag diesen Duft von Ritual of Karma einfach so gerne. Und da komme ich auch eine Weile mit hin. Mit so einem Pöttchen, ne? Das ist halt so ein angenehmer Duft, Leute. Ich mag das einfach. Das ist richtig, richtig schön. Und nicht alle Rituals, Peelings sind so cool. Das Ritual of Sakura ist, glaube ich, nicht so genial wie das von Karma, ne? Weil Karma hat halt dieses Zuckergedöns mit drin. Und klar, wenn du Ölpeelings hast, dann lösen sich halt die Etiketten irgendwann ab. Das ist normal. Der Kleber löst sich. Dann habe ich von... Ich habe so viele Masken gemacht, aber ihr wisst, ne? Ich bin Maskenfreak. Ich bin kein Fan, ich bin ein Freak. Foreo Manuka Honig, die hatten wir in der Box mit drin gehabt. Revitalisierend. Das ist ein Tencel-Vlies und das mochte ich sehr gerne. Das ist eine ganz spezielle Art und Weise von Vlies. Das ist so ein bisschen samtig, seidig, ganz cool. Es ist sehr anschmiegsam gewesen, esst die Maske. Nicht zu dick, nicht zu dünn, tolle Flüssigkeit, Duft eher so lala, aber eine Top-Pflege war das. Ja, muss man wirklich sagen, das muss man auch mal loben. Noch eine Maske hat sie gemacht, das ist aber für unter die Augen. Isana Sweet Feeling, Hydrogel Augenpads, beleben der sofort frische Effekt mit Orangen- und Himbeerextrakt. Waren zu dick, waren rutschig, waren leider nicht gut. Ja, man hat mal Glück, man hat mal Pech. Dann habe ich leer gemacht Augencreme von Dalton, die Q10 Energy Boost oder Q10. Die war sehr, sehr toll, die war sehr belebend und ja, das war eine Geschichte, die ich einfach gefeiert habe und die ich euch wirklich mega empfehlen kann. Ich habe gerade geguckt, 15 Milliliter sind hier drin. Yo, es ist einfach eine schöne, edle, ne? Ich mag die Verpackung von Dalton sehr gerne. Ja, sehr hübsch und ja, auch sehr tolle Pflege tatsächlich. Und das kann man sich dann tatsächlich auch mal gönnen und anschauen. Dalton hat im Prinzip für jedes Hauptbedürfnis eine entsprechende Pflegelinie. Die Q10 ist auf jeden Fall für mich sehr gut geeignet. Ich mag die Q10 auch tatsächlich lieber als die Extreme Lift. Reihe generell, also auch die Ampulle. Ich finde, die müffeln ein bisschen. Also die riechen halt ein bisschen anders. Ich mag den Duft einfach nicht gerne. So. Und die Q10 ist halt sehr zurückhaltend und einfach belebend und bringt Strahlkraft. Also die finde ich gut. Die wurde mir auf Corfu nämlich empfohlen, dass ich auf jeden Fall die Q10-Reihe mal ausprobieren sollte. Deswegen habe ich mir nämlich die Augencreme bestellt und ich muss sagen, finde ich deutlich besser als die Extreme Lift. Ja, ich habe noch eine Bodylotion von Balea aus dem Adventskalender leer gemacht, aber aus dem vorigen Jahr. It's a Magical Time mit Vanille und Candy-Duft. Ich mag nicht so gerne nach Candy zu riechen, weil das ist nicht so meins, ne? Das ist so ein bisschen Kirmes. Ich habe hier einen Kirmes tatsächlich drauf geschrieben. Du riechst nach einer Kirmes. Ist nicht schön. Mag ich nicht gerne leiden, ne? Also nicht unter der Dusche. Vanille wäre gut gewesen, aber dieses Candy... das hier war witzig, ist von Revolution eine Maskne. Calming and Purifying Lower Face Sheet Mask mit Willow Bark Extract helps to prevent the appearance of blemishes. Ja, mit Betain und Hyaluronsäure soll hydratisieren und beruhigen. Und das ist eine Maske. Du siehst aus, als hättest du ein Bart. Und das ist so witzig. Also wirklich hier so, ne? Das
ist wie so der untere Teil von einer zweiteiligen Tuchmaske. Und ja, fand ich witzig, fand ich gut. Habe ich noch ein paar von, werde ich öfters verwenden. Und das ist halt die Sache. Ich habe halt, wenn ich Unreinheiten habe, tatsächlich und wirklich, vor allem hier Unreinheiten. Ich glaube, das spricht dafür, dass man irgendwie was mit dem Darm hat oder so, glaube ich. Ne? Ja, da habe ich auf jeden Fall, also dass die Verdauung nicht ganz in Ordnung ist, aber ich finde, sie ist in Ordnung. Egal. Auf jeden Fall, da habe ich Unreinheiten, wenn ich sie habe. Und deswegen fand ich das cool, weil das soll ja dagegen anwirken. Ne? Fand ich gut. Dann habe ich eine Seife leer gemacht. Die sieht nicht ganz so fancy aus. Unsere Küche hat die Seife leer gemacht, weil die stand bei uns in der Küche. Von Froschreine, Pflegesensitivseife. Ne? Jo, stand wie gesagt in der Küche. Ich wollte schon sagen, bei mir hatte ich eine andere stehen. Ist die hier auch drin? Ja, nee, warte. Sehen wir gleich. Nee, die habe ich euch letztes Mal gezeigt. Ja, die von Cosnature. Oh, die war gruselig. Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske. Feuchtigkeitsspendendes Ding. Ich mag super gerne die Garnier Tuchmasken. Tatsächlich. Ich sage zu oft tatsächlich. Habe ich von Karen gekriegt. Gute, dünne und sehr nasse Maske. Sie beruhigt und spendet Feuchtigkeit. Es ist einfach immer wieder so ein Produkt, wo ich sage, das kann man gut verwenden, kann ich gut empfehlen. Dann habe ich auch von Karen bekommen, diese mega süße Einhorn-Tuchmaske von Isana, zauberhaft strahlend, Vanille und Zaubernussextrakt. Optisch fancy, Pflege, solide, ne? Ja, also da, das ist halt nicht, also da fand ich jetzt die mit den Kirschen besser, die ich euch eben schon gezeigt habe. Auch von Dalton habe ich aufgebraucht das Niacinamid-Serum. Serum, das hatten wir alle, die den Adventskalender hatten, im Adventskalender drin. Genauso wie das Hyaluronic-Booster-Gedöns, ne? Genau. Und das hier mit meiner sensiblen Haut 2 bis 3 Mal pro Woche. Mehr muss es gar nicht anwenden. Und das macht ein ebenmäßiges Hautbild. Und hier habe ich tatsächlich jetzt auch, ich sage so oft tatsächlich, ihr könntet tatsächlich... Ich habe schon wieder gesagt, bei meinen Aufgebraucht-Videos ein Trinkspiel draus machen. Gönnt euch hart, viel Spaß damit. Schön, dass ich euch helfen konnte, euer Leben ein bisschen bunter zu gestalten. Auf jeden Fall haben wir hier mikrobiomstärkende Grünalge drin. Und das soll dann für ein ebenmäßiges Hautbild sorgen. Und das kann ich bestätigen. Also Niacinamide mag ich total gerne. Hier sind 10% drin. Mochte ich gerne leiden. Das hier, und da hatten mir schon einige jetzt auch letztens auf Instagram geschrieben, weil ich da auch zum Beispiel ein Reel dazu gepostet habe, was für Nagellack ich gerade trage, habe ich leer gemacht von Essie diesen Topcoat Platinum Glaze. Das ist so, Platinum Gradium Great Finish, keine Ahnung, Topcoat auf jeden Fall. Das ist der beste Topcoat, den ich je verwendet habe. Den habe ich auch schon ein paar Mal leer gemacht und den kann ich euch so derbe empfehlen, weil der macht ein ganz tolles Finish drauf. Autsch, tatsächlich. Ah, ich habe mich selber gerade so hart getriggert damit, das ist schlimm. Okay, also ihr macht halt direkt so, als hättest du Gelnägel drauf, sieht das aus, ne? Und gleichzeitig ist hier auch noch der Fall, dass er macht, dass der Nagellack, also das Nail Design, länger hält. Also ich finde den super. Empfehlung. Das hier, wollte ich, das ist ausgelaufen. Jeder YouTuber in jedem Aufgebraucht-Video, jeder ist was ausgelaufen. Dove Beauty Cream Bar, Deep Moisture for Soft Skin. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man dieses Seifenstück 1A verwenden könnte als Pinselseife. Kannst du nicht. Das geht leider nicht, sie wollte schon wieder sagen. Ich habe da jetzt die Da Vinci als Pinselseife genommen. Die habe ich als Stückseife in Anwendung. Und ja, als Stückseife ist sie super, ne? Um sich die Hände generell zu waschen. Die ist aber auch jetzt sehr, sehr bald schon wieder weg, weil das geht bei uns aktuell sehr schnell. Dann habe ich hier etwas von Elemis aufgebraucht. Dynamic Resurfacing Facial Wash Skin Smoothing Cleanser 30ml. Das war so eine kleine Geschichte. Die habe ich von Melli bekommen. Und den mochte ich auch gerne leiden. Also den hatte ich unter der Dusche. Ich mache Double Cleansing. Ihr hört die Larifari-Geschichte immer von mir, ne? Bevor ich unter die Dusche gehe, nehme ich einen Cleansing Balm, mache das warm. Mache das dann auf mein Gesicht. Brech damit das Make-up auf, gehe unter die Dusche, mach dann mit Wasser emulgieren und runternehmen und dann kommt sowas, also entweder ein Schaum oder ein Gel oder was auch immer, ne, halt etwas, um nochmal diese zweite Reinigungsgeschichte zu machen, um die Haut nochmal richtig intensiv zu reinigen.
Jo, dann habe ich eine verwöhnende Fußmaske von Isana aus dem Adventskalender mit Massageperlen gemacht. Die Massageperlen hätten sie sich schenken können, die fand ich jetzt nicht so geil. Brauche ich bei einer Fußmaske auch eigentlich nicht. Vor allem, wenn die Massageperlen nicht mit drin gewesen wären, hätte man die auch einfach drauf lassen können, Socken drüber, ab ins Bett. Hier musste man dann leider die Socken, die Füße dann nochmal waschen und das fand ich öde. Aber die hat an und für sich eine tolle Pflege an den Füßen gemacht. Also die 3 Tage, 4 Tage, wo ich die verwendet habe, hat die echt was Schönes mit meinen Füßen angestellt. Ich habe dieses Mal wirklich nicht wenig Drogerieprodukte aufgebraucht, wenn ich das hier gerade mal so sehe. Ne? Von Balea habe ich nämlich hier nochmal eine Gesichtsmaske, The Most Wonderful Time, also auch wieder aus dem letzten Adventskalender. Spendet Feuchtigkeit, yo, pflegt, nährt, ist cremig. Ich fand sie sehr stark parfümiert, mochte sie aber trotzdem gerne leiden. Genau. Dann habe ich eine Mascara aufgebraucht und zwar von Lancôme, die Monsieur Big Mascara. Die hat auch so ein Kunstfaserbürstchen. War gut, hat wirklich einen schönen Schwung gemacht und ja, die mochte ich auch gerne leiden. Ne? Die kann ich wirklich empfehlen. Dann habe ich nochmal Augenpads von Yuti hier. Cream Boost, Ceramid, Hyaluron, Zauberstrauch. Ja, die fand ich ganz gut. Ne? Also Yuti Augenpads, die gefallen mir wohl. Dann von Isana die Hydrogel Augenpads, die so dran kleben. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron, Mandelöl und Kirschextrakt. Das ist ja aus der gleichen Limited Edition, wo die Tuchmaske auch drin war, die ich so genial fand. Top, rutscht nicht und kühlt. Sowas mag ich immer gerne leiden. Dann habe ich hier von Bio Vegan Skin Food Bio Cranberry Tuchmaske für normale bis trockene Haut von Simone bekommen. Dünn, nass, Pflege geht auch besser, aber ich fand sie okay. Ich muss echt über mich selber lachen, dass ich dann doch so viele Tuchmasken aufgebaut habe. So, ich stelle das mal hier irgendwie so ein bisschen anders hin, weil immer so zur Seite zu greifen ist auch blöd. Ich habe noch eine Haarmaske leer gemacht, die Avo in Love Mask von Mermaid and Me. Da hast du wirklich super genährtes Haar mit. Ne? Also die ist wirklich klasse, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, der Duft ist halt sehr, 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 sehr avokadig. Ne? Also fast schon kräuterig. Also ist nicht so ganz meine Welt. Ich bin halt eher so die blumige Süße. Ne? Aber für Haarmaske fand ich die klasse. Dann habe ich hier so einen Raumduft von Arbeit May leer gemacht. Dresden, Germany. Der war recht schnell aufgebraucht, genau. Ja, aber riecht sehr, 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 sehr angenehm. Ich wollte das jetzt auch aufbewahren und hier einfach einen anderen Raumduft reinmachen. Ich habe ja so diverse Raumdüfte, die man eigentlich sprühen kann von Tauoasis. Ne? Und da mache ich die einfach rein. Passt schon. Fand ich eigentlich sinnvoll von mir, so überlegt. Das habe ich auch von Melly bekommen. Auch fürs Gesicht zum Reinigen von Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Das mochte ich gerne leiden. Da habe ich jetzt auch ein Backup von bekommen, weil ich die Glossy Box Kiehl's Limited Edition auch ausgepackt habe und zugeschickt bekommen habe. Und ja, hier habe ich auf jeden Fall echt ein schönes Gesichtsreinigungsprodukt gehabt. Dann habe ich etwas für die Mumu leer gemacht von Dr. Jin, die Intimpflege von Ärztinnen erdacht für Frauen gemacht. Die fand ich auch sehr angenehm. Die war eher so silikonig. Ne? Die war recht fest, also auch ganz interessant. Was ich ja ganz gerne mache, ist, dass ich irgendwelche beruhigenden Gesichtsöle, die halt unparfümiert sind oder so, auch für mein Unterstübchen verwende, halt zweckentfremde. Ne? Ja, aber hier hatte ich einfach mal eine richtige Intimgeschichte und das fand ich gut so. Jo. Nö, ich glaube, dass ich die sogar auch direkt in Anwendung genommen habe, nachdem ich ja Julius geboren hatte. Ne? Da habe ich unten sehr viel Liebe gebraucht. Blöd formuliert, aber ist tatsächlich so. Apropos Julius, hier habe ich Veleda Calendula Babycreme leer gemacht. Die fand ich gut, aber es gibt tatsächlich Prost, noch eine bessere von Veleda, diese Nappy Cream von Veleda. Ich weiß nicht, aber die ist es nämlich nicht. Es gibt nochmal eine Nappy Cream, das ist nochmal eine Stufe weiter, glaube ich, auch mit Calendula, mit Ringelblume. Die ist noch besser für Julius. Dann habe ich hier leer gemacht von Sephora, war im Adventskalender, Watermelon Cleansing Wipes. Die habe ich leer gemacht, bevor ich dann zu meinen Denkmittüchern übergegangen bin. Ja, haben mal die Swatches entfernt, was willst du sagen? Hier Alessandro Spa, Lovely Wintertime Nice Day Hand Lotion, war die Pflege gut, aber der Duft war schon sehr, sehr würzig. Also da hast du wirklich diesen Winterduft gehabt, das fand ich jetzt nicht so genial. Ich hatte die an meinem Schneidetisch stehen, aber zieht euch mal diesen Hirsch rein. Der ist schon witzig, ne? Also fand ich ulkig.
Hatte ich Spaß mit. Dann habe ich hier leer gemacht von Ava and May Loveland Wooden Cabin. Also das ist eine etwas größere Kerze gewesen. Die war sehr holzig, sehr angenehm. Oh, Dr. Levy Switzerland. Die fand ich ja ganz furchtbar. Pollution Shield Skincare Finisher. Ich glaube, ich habe das Produkt nicht verstanden. Dicker, eher silikonig, Pflege nicht ausreichend. Also die hat mein Gesicht nicht ausreichend gepflegt. Ich habe die einfach wie eine Gesichtscreme halt verwendet, ne? Aber die hat meine Haut nicht gepflegt. Also das war nicht Feuchtigkeitsspenden. Das war halt auch einfach wie ein Silikonprimer. Und ich brauche ja quasi unter dem Silikonprimer nochmal eine Pflege für meine Haut. Die feuchtigkeitsspendende Pflege fehlte. Obwohl die hier 5 Milliarden Sachen machen soll, 5 PF und hast du nicht gesehen? Nee, weiß ich nicht. Bin ich jetzt Banause? Wahrscheinlich. Dann habe ich hier von Corinne auch die Balea Hydrogel Augenpads mit Hyaluron, Magnolienextrakt und Vitamin E bekommen und die mochte ich auch sehr gerne leiden. Das war eine schöne Limited Edition. Das hier ist eine Gummibürstchen-Mascara, die Lash Domination von Bare Minerals. Die mochte ich auch sehr gerne, vor allem in Kombination mit der Monsieur Big war die richtig gut und die Lash Domination hat auch so ein ganz spezielles Bürstchen, ne? Sehr dickes, großes Gummibürstchen. Also ich mochte das. Dann habe ich hier eine Face and Neck Mask von Mask Me Up. Die haben ja immer so fancy Masken, ne? Und die hast du dann in deinem Gesicht und auf deinem Hals. Wobei das bei meinem Hals nicht so wirklich funktioniert hat. Das sah so dämlich aus, weil das irgendwie... Normalerweise hätte ich jetzt irgendwie so einen Steg, der so runterführt, gebraucht und dann halt für den Hals. Aber das Ding, das habe ich irgendwie hier so hochgeklappt. Das sah ganz komisch aus. Es war dünn, nass und hatte einen komischen Hals. Ja, war aber gut. Ja, läuft. Dann habe ich einen Augenbrauenstift leer gemacht von Smashbox. Browtech Matte Pencil hatte ich hier in der Farbe Blond. Der war wirklich blond, der war wirklich gut. Sehr empfehlenswert. Den fand ich klasse. Dann habe ich von Marion die Balea Tuchmaske Be Icy mit dem Eisbären gehabt. Die war dünn, nass und top. Mochte ich auch gerne leiden. Auch bei Balea hast du mal Glück und mal Pech, was halt die Tuchmasken angeht, ne, aus Limited Editions. Ja, von Christine habe ich die Glam & Shine Augengel Pads verwendet von Shelbens. Und das war leider eine Rutschpartie auf meinem Gesicht. Dann habe ich hier ein... Achso, das war ein Trashy dran gewesen. Genau, von This Works Stress Check Mood Manager. Hat das meinen Mood verändert? Meine Gefühlswelt? Nö, war einfach okay. Also ich mochte das einfach gerne so als Raumduft. Nö, habe ich so ab und an mal gesprüht. Jetzt habe ich noch allerhand Masken und einen Primer hier drin. Alto Belli, Claudi, wieso so viele Masken, ne? Ja gut, ich hatte halt ziemlich viele Zuschauerpostgeschichten bekommen und ihr wisst ja, dass ich so ein Maskenfreak bin und deswegen war da allerhand drin. So, erstmal habe ich hier einen Primer von Keys Soul Care Let Me Glow Illuminating Serum. Kannst du halt auch als Primer verwenden. Hier habe ich was drauf geschrieben, aber auf schwarz. Schimmert und ist toll. Okay, schimmert toll. Läuft. Ja, Illuminating halt, ne? Mochte ich, wie gesagt, gerne leiden offensichtlich. Dann habe ich etwas gemacht. Na, oh, das ist hübsch. Von Yuti, genau, Deep Hydration Tuchmaske habe ich von Marion bekommen. Nasser, dünner Schlumpf. Ich sah aus wie ein nasser Schlumpf, weil es blau war. Dann wurde er Schlumpfine. 1A mit einem Herzchen. Doch, die mochte ich wirklich gerne. Ja. Dann habe ich von Christine etwas bekommen und zwar Augenpads von Essence, Hydrogel Eye Patches, 24 Stunden Hydrating and Cooling, sehr dünn, Holo Top. Jo, mochte ich. Dann habe ich hier von Corinne bekommen, von Balea, die Chocolate Dream Tuchmaske, spendet intensive Feuchtigkeit mit Kakaobutter und Vanilleextrakt, dünn, nass, top, nee, tipptopp. Vielen Dank, Corinne, nochmal. Dann habe ich hier die Hydrogel-Augenpads gemacht. Die hatten wir ja eben schon von Corinne. Top ohne Rutschen. Ne? Richtig cool. Dann habe ich hier von Daniela gemacht. Ja, die hatten wir ja schon eben. Ne? Dünn, witzig, pflegend habe ich mir drauf geschrieben. Ja, pflegend auf jeden Fall so ein bisschen. Man tut, was man kann. Aber läuft. Und von Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske intensiv feuchtigkeitsspendend und glow boostend habe ich hier von Daniela bekommen. Ich liebe das Vlies. Top Serum und Pflege, sanft und pflegend und ein Herzchen. Meine Güte. Also jetzt mal ohne Flachs, ich habe die Tuchmasken hier mal und auch die Augenpads auf einen Haufen gemacht. Was hat die Frau sich dabei gedacht? Oh je. Ne? Aber Leute, ich mache ja auch gerne Cremepöttchenmasken, was dann ja auch in dem Sinne nachhaltiger ist, weil du nicht so viel Müll hast. An und für sich habe ich aber gar nicht so super viel Müll. Also vor allem die Masken sind halt
extrem. Aber gut, ja. Also ich finde, dass ich auch diesen Monat jetzt wieder ordentlich aufgebraucht habe. Denkt auf jeden Fall dran, dass es in diesem Video eine Verlosung gibt. Denkt an den Dalton-Code. Denkt an dies, das, Ananas. Denkt an so vieles. In der Infobox habe ich euch ein bisschen bestimmt reingeschrieben. Und ja, mal gucken, was dann im Februar alles leer wird, ne? Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Video aufgebraucht für Januar. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!